Neuer Shop kommt jetzt hier in ganz genau 8 Sekunden. Heute wird der Shop wieder richtig nice. Wir bekommen was Neues rein, vielleicht was Seltenes. Checken wir das Ganze ab. Liken, abonnieren nicht vergessen. Rein in den neuen Shop. Shop-Bug? Nee, kein Shop-Bug. Ganz oben haben wir immer noch Level-Up-Bundle. Wir haben ein neues Spind. Ich dachte, ich bekomme den Skin für 100 V-Bucks. Wir haben ein neues Spind-Paket. Das bleibt hier oben die ganze Season übrigens im Shop, falls ihr euch fragen solltet, ey, wie lange bleibt es? Das bleibt bis Ende der Season. Also, wir haben ein neues Spinnpaket und ich sehe schon unter mir ein neues Emote. Was haben wir hier? Lackierung könnte selten sein. Season X. Die habe ich schon lange nicht mehr im Shop gesehen. Der Skin ist richtig wild. Richtig cooler Skin. Spitzhacke. Richtig nice, cooler Sound. Gleiter ist ganz in Ordnung. Ist okay. Emote ist sehr, sehr krass. Und ich glaube, das letzte Emote ist integriert. Das ist cool. Ja. Yep, dann haben wir hier einmal das integrierte Emote. Sehr, sehr cool. Sehr nice. Einzeln kaufbar, was sich aber, glaube ich, fast gar nicht lohnt. 1,5, 1,5, 1,2, 800, 300, nichts mehr. Ich müsste... Wenn ich es mir kaufen könnte, für die Lackierung statt 300, 100 zahlen, richtig cool. Neues Ikone-Mode. Ist sogar Copyright. Ich mute mal ganz kurz den Sound für euch. Also Tanz ist nice, Musik ist nicht schlecht und ist Fortbewegung. Cooles neues Ikone-Mode. Ja, die Skins muss ich sagen, also den finde ich gar nicht nice. Auch nicht mit dem Helm. Sieht aus wie ein Bauarbeiter auf der Baustelle. Nee, die ist schon besser. Eindeutig. Was ist denn mit deren Augen los? Ah, nee, nichts. Ja, ist ein cooler Skin. Hat auch hier die ganzen Stile. Falls ihr übrigens die Videos von gestern verpasst haben solltet oder sonstige, gibt immer noch mehr gratis Items, die ihr nicht verpassen solltet. Das ist sehr, sehr wild, der Stil. Backpack finde ich unspektakulär. Nichts Krasses, würde ich nicht spielen. Auch hier in den zwei verschiedenen Farben. Das hat keine zwei verschiedene Farben bekommen. Spitzhacke ist in der zweiten Variante wild. Aber würde ich nicht spielen, ist halt doppelhändig. Die Spitzhacken, naja, skippen wir mal. 800 einzeln, 600 für Backpack Spitzhacke, 800 Skin, Spitzhacke Backpack 600, nichts mehr. Dann geht es hier weiter mit den Skins hier. Ich bin gespannt, was im täglichen Bereich ist. Vielleicht was Seltenes. Ja, der Skin hier, da verändert sich die Maske so ein bisschen. Ja, tausendmal schon da gewesen. Nichts Krasses mehr. Letzter Stil finde ich am besten. Backpack, nö. Gleiter ist sehr cool. Kann ich schon mal spoilern, wie selten das ganze Zeug heute war? Wir haben... Okay. Es ist definitiv was Seltenes im Shop. Lackierungen... Sind zwar günstig so an sich, aber irgendwie... Nee, finde ich nicht so nice. Die ist richtig wild. Einmal mit Hut, einmal ohne Hut. Richtig nicer Skin. Backpack, skippen wir. Spitzhacken. Cooler Sound. Dann geht es hier weiter mit nichts mehr. Dann haben wir hier den nächsten Bereich. Ist das hier ein neues Spindbundle? Nee. Das ist kein neues Spindbundle. Das ist 100 Tage nicht im Shop da gewesen. Ich würde hier... Statt 2000 V-Bucks 900 V-Bucks zahlen. Okay. Skin finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ist jetzt nicht der krasseste Skin, aber Backpack finde ich aber cool. Muss ich sagen, Backpack ist nice. Spitzhacken. Ja, ist in Ordnung. Da finde ich die deutlich besser. Die habe ich ja auch nicht. Wartet mal, dann würde ich ja viel mehr... Wartet mal, habe ich hier... Halt, stopp. Ach Quatsch, ich müsste 2800 V-Bucks zahlen, aber hier nur 900. Okay, das Bundle lohnt sich definitiv für mich. Okay. Spitzhacke. Ja, finde ich besser als die andere. Definitiv, der Skin ist auch nicht schlecht. Den finde ich nice. Vor allem das Backpack finde ich richtig wild. Fällt fast gar nicht auf. Perfekt. Lackierung. Nö, skippen wir. 1, 2 einzeln. 800, 300 Lackierung. 1, 2 Skin. 800 Pickaxe, nichts mehr. Was haben wir hier? Feuerbereich. Naja, eher gesagt Zauberer, Feuerbereich, wie auch immer. Auch schon sehr häufig da gewesen. Sind coole Skins. Beziehungsweise der hat coole Skin-Stile.
Ist aber nicht selten. Backpack hat genau dieselben Ziele. Backpack, muss ich sagen, finde ich richtig wild. Yep. Das ganze Animierte hier, das finde ich cool. Die Farben sind wild. Nice. Nächster Bereich hier, Elmira. Nicer Skin. Sehr wild. Cool. Nicht schlecht. Kann man mitnehmen. Backpack hat genau dieselben Ziele, also auch schon eine Million mal da gewesen. Muss man nicht wirklich viel dazu sagen. Skippen wir mal ein bisschen hier durch. Spitzhacke finde ich sehr, sehr traurig, dass die keine 3, 4, 5.000 Stile hat, sondern nur 2 Stile. Irgendwann kommt es bestimmt. Magische Schwingen, eine 10 von 10. Kann ich nur empfehlen. Man kann richtig gut mit den Dingern sehen und rumfliegen. Ansonsten haben wir hier dieses Bundle, was mal gratis war. Ich glaube, nur für PC-Spieler war das ja gewesen. Spitzhacke ist sehr wild. Lackierung auch nicht schlecht. Kann man nicht einzeln kaufen. Letzter Bereich für heute. Wie lange geht denn das Video schon wieder? Wieder 6 Minuten. Okay, okay. Vielleicht 8 Minuten. Ich glaube nicht, dass es so lang geht. Beast-Schützen. Wild. Nee. Nicht so wild. Nicht so wild. Nö, skippen wir. Spitzhacke. Sehr cool. Nicer, schlichter Sound. Lackierung ist eine 10 von 10. Die war zuletzt im Shop vor 147 Tagen. Ja, alleine macht es eher wenig Sinn, aber wenn einer in der Nähe ist, kann er halt mit euch Schach spielen. Jubelstimmung, sehr nice für Live-Events oder sonstige Angelegenheiten. Dann geht es hier weiter, Star Wars Stuff bleibt leider im Shop. Spinnpaket von gestern bleibt, oder war das von gestern? Kein Plan, aber die Spinnpakete bleiben weiterhin im Shop. Kommen wir mal zum seltensten vom Item-Shop. Befindet sich sogar hier im Bundle, ist die Lackierung mit ganz genau 1343 Tagen. Ansonsten ist nichts Seltenes. Das Bundle habe ich ja schon erwähnt gehabt, 100 Tage alt und der Rest war auch 100 Tage vom Bundle alt. Dann die Lackierung hier 147 Tage. Also ihr seht, nichts krass weiteres Seltenes am Start. Was wichtig ist, gerne hier CC eintragen, FEHJUSYT. Kuss geht an der Stelle raus. Und wenn ihr bis hierher geguckt habt, gerne eine 7 kommentieren.